Moin Leute, wir haben uns überlegt, dass wir erstmal ein kleines Vorstellungsvideo machen für die Leute, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Mein Name ist Mathis Röckener, ich bin aktuell 23 Jahre alt und bin hier auf dem Hof von meinen Eltern. Wir haben hier immer so rund um die 15 Pferde stehen, teilweise eigene Pferde oder halt auch Pferde zur Ausbildung. Wie bin ich eigentlich zum Pferd gekommen? Also ich bin hier halt aufgewachsen und wir haben schon immer Pferde hier und mein Vater ist Hufschmied, der macht das seit 30 Jahren mittlerweile selbstständig. In das Geschäft bin ich auch schon mit eingestiegen, dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Aber ich bin eigentlich zum Pferd gekommen durch die Esel tatsächlich. Wir hatten früher mal einen Esel und ich wollte partout keinen Mittagsschlaf machen. Und da haben mich meine Eltern immer auf unseren Esel gesetzt, das war total lustig. Und sobald dieser Esel losging, bin ich einfach eingeschlafen. Da gibt es so geile Aufnahmen zu, die zeigen wir euch mal. Und ja, so fing ich also schon ganz früh an, überhaupt auf dem Pferd bzw. auf dem Esel zu sitzen. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Da kam irgendwann das erste eigene Pony, dann das erste eigene Pferd. Wobei ich sagen muss, so als Junge im Reitsport, ich hatte auch lange Phasen, wo ich da so gar nichts mit zu tun hatte oder nicht so viel zu tun haben wollte. Das hat sich aber dann doch ziemlich schnell wieder geändert und jetzt sind Pferde gar nicht aus meinem Leben mehr wegzudenken. Also ich mache wirklich den ganzen Tag nur noch Pferde, sei es im Hufgeschnack oder in der Ausbildung, in meiner Freizeit. Also wirklich von morgens bis abends gibt es nur das Thema Pferd hier. Bislang seht ihr ja meinen ganzen Content und was ich schon so mache mit den Pferden auf Instagram und meinem Kanal, Mathis-Röckener. Und jetzt wollen wir das Ganze hier noch ein bisschen vertiefen, da wir immer wieder total spannende Ausbildungspferde haben. Wir trainieren ja teilweise viele Problempferde, das machen wir aktuell auch für den Sender Vox bei Hund, Katze, Maus. Und da wollen wir euch hier einfach noch ein bisschen die Dinge näher bringen. Ansonsten bin ich mit meinen Pferden viel unterwegs und machen ja noch die Shows mit den Pferden, die Freiheitsdressuren. Und da steckt so viel mehr hinter, als man glaube ich denkt. Und deswegen wollen wir euch da einfach mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, wo die Showvorbereitung zeigen und so diese alltäglichen Dinge, die auf Instagram manchmal doch einfach viel zu kurz rüberkommen. Dafür haben wir jetzt hier eine neue Plattform, wo wir einfach viel mehr Zeit haben und um die Dinge einfach noch genauer zu erklären. Und ich glaube, das ist ganz interessant, so mal hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, was da eigentlich alles hintersteckt. Ich habe eine Ausbildung zum Hufschmied gemacht. Das Ganze natürlich bei meinem Vater, der ist ja seit 30 Jahren Hufschmied und wir arbeiten auch zusammen als Schmiede und sind ja, mittlerweile nur noch 2 Tage zusammen unterwegs in der Woche, weil ich einfach nebenbei so viel andere Dinge habe, wie Pferdeausbildung zum Beispiel. Ich denke, dass wir das ein oder andere natürlich hier auch nochmal thematisieren können zum Thema Hufbeschlag. Aber in erster Linie konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Ausbildung der Pferde. Wir haben ja immer ziemlich viele Pferde hier auf dem Hof. Das wird den Rahmen jetzt natürlich sprengen, wenn wir alle vorstellen. Aber ich habe natürlich eine feste Showtruppe. Da gehört zum Beispiel Buddy dazu, Dila gehört dazu und mein kleiner Shetty Hengst Cody. Das macht so den Hauptbestandteil meiner Show eigentlich aus. Mit denen touren wir eigentlich hier durch ganz Deutschland und zeigen unsere Freiheitsdressur. Also eigentlich das Endprodukt von dem, was wir hier den ganzen Tag trainieren und veranstalten. Bei den Ausbildungspferden ist es natürlich so, dass das immer variiert. Die einen Pferde sind irgendwie 3 Monate hier, andere ein halbes Jahr. Das ist immer komplett unterschiedlich, je nachdem, was wir natürlich erreichen wollen oder mit welchen Problemen die Pferde hier hinkommen. Aber gerade für diese sogenannten Problempferde haben wir jetzt hier auch noch mehr Zeit, um das einfach noch mehr aufzugreifen, um euch das alles detailreicher erklären zu können. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Training haben mit den Pferden. Ich bin auch sehr breit aufgestellt. Ich reite jetzt nicht nur Springen oder Dressur. Ich fahre auch sehr viel Kutsche, mache die Freiheitsdressur. Und somit haben wir ganz viele Punkte, die wir mit aufgreifen können. Und mir ist es auch einfach wichtig, dass jedes Pferd das macht, was ihm am besten liegt. Wir wollen nicht irgendwelche Pferde hier in bestimmte Dinge quetschen oder zwängen und sagen, das Pferd muss das jetzt machen, sondern wir wollen die Pferde wirklich da abholen, wo sie aktuell stehen und das Bestmöglichste aus den Pferden natürlich rausholen, was natürlich auch den Pferden Spaß machen soll. Ich halte nichts davon, dass man Pferde zu irgendetwas zwingen sollte, was ihnen vielleicht gar nicht so gut liegt. Und daher ist es mir umso wichtiger, dass wir hier ein harmonisches Miteinander haben mit den Pferden und da legen wir sehr viel Wert einfach im Training drauf. Das wäre klar. Konsequent sind mit den Pferden, ja, das ist ein ganz großer Oberpunkt bei uns im Training, aber trotzdem freundlich. Und diese Kombination, die muss man hinkriegen, aber das ist so ein Riesenthema, worauf wir jetzt einfach noch viel mehr eingehen können. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sich da auch einfach wiederfindet und ganz viel davon lernen kann.